ist gut für die Haut. Sie ist bequem zum Tragen, man fühlt sich wohl drin und im Gegensatz zu Baumwolle aus konventionellem Anbau werden die Umwelt und natürliche Ressourcen wie Wasser und Böden geschont. Bio-Baumwolle ist aber auch gut fürs Gewissen. Um Kosten zu sparen, wird bei der herkömmlichen Produktion oft auf Billiglohnländer mit schlechten Bedingungen für Arbeiterinnen und Arbeiter ausgewichen. Dass das nicht sein muss, zeigt das Förderprojekt Maikal in Indien. Seit gut 5 Jahren engagiert sich Coop mit dem Partner Remey stark an diesem Projekt und bezieht das Garn für die Naturalleintextilien von dieser weltweit bedeutendsten Bio-Baumwoll-Produktionsgemeinschaft. Neben dem höheren Preis für das Produkt bekommen die gut 1100 beteiligten Bauern weitere Unterstützung von der Stiftung für die Finanzierung von Schulhäusern, Bewässerungs- oder Biogasanlagen. Bio-Baumwolle ist auch gut fürs Aussehen. Bevor wir für diese Behauptung den Beweis antreten, hier noch die Wettbewerbsfrage an unsere Zuschauer im Studio. Woher kommt Bio-Baumwolle für die Textilien von Coop Naturalein? Aus Indien? Aus Bangladesch? Oder aus Pakistan? Die richtige Antwort verraten wir wie immer ein bisschen später, nach der Präsentation der neuen Mode. Im Hintergrund geblieben ist bis jetzt der Armin. Er kommt jetzt aber doch noch zum Einsatz. Damit sich aber nicht die ganze Sendung um Indien dreht, machen wir einen kulinarischen Abstecher auf die andere Seite des Globus, nach Mexiko. Grüezi miteinander. Ein Schweinsbraten von den Schultern mit Pfeffer, Geienpfeffer, Koriander und Salz würzen. Dann im heißen Fett rundum kräftig anbraten. Den Braten rausnehmen und im Braten von Knoblauch, Rüebli, Frühlingszwiebeln, Peperoni, Peperoncino-Streifli kurz andünsten. Tomatenwürfel oder Pelati. Ein Dezi Rotwein, ein Dezi Wasser und einen Bouillonwürfel dazugeben. Den Braten zurück in die Pfanne geben und zudeckt ca. 1 Stunde schmoren. Maiskörner und Indianerbohnen 10 Minuten mitschmoren. Dann den Braten rausnehmen und vor dem Tranchieren ein paar Minuten stehen und zum Beispiel mit einer Polenta servieren. Das Rezept für das mexikanische Gericht finden Sie in der Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Jetzt aber zur Auflösung des Wettbewerbs. Das Garn, das für die Textilien von Coop Naturalein verarbeitet wird, kommt aus Indien. Armin, darf ich dich bitten, ein Kärtchen zu ziehen? Ja. Richtig tippt und damit das Nachtessen bei mir auf dem Bürgerstock gewonnen hat, Salai Philipp, herzliche Gratulation. Herzliche Gratulation. Danke vielmals. Herzliche Gratulation. Merci. Dann haben wir hier noch Ihren Preis. Ich wünsche viel Vergnügen. Nochmal zurück zu den Textilien von Coop Naturalein. Bio-Baumwolle ist nämlich auch gut für das Portemonnaie. Alle Oberbekleidung von Coop Naturalein ist jetzt 10% günstiger. Das Herrenhemdli kostet zum Beispiel diese Woche noch 31,50 Franken. Wer mehr möchte wissen, findet ausführliche Informationen auf unserer Homepage unter www.coop.ch. Sie daheim, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, können diese Woche wieder mitmachen am Supercard-Spiel mit dem Coupon aus der Coop-Zeitung oder der Postkarte aus Ihrem Laden. Folgende Sponsoren haben das ermöglicht: Cranberry Nektar von Schlör, Sinalco Regular und Light, Coop Naturaplan Alptee, On- und Off-Fruchtsafttrink von Hero und
Xanthogen Gold zur täglichen Nahrungsergänzung. Und das ist der Superpreis. Ein VE Lupo im Wert von mehr als 16'000 Franken. Dazu gibt es 100 x 10'000 Superpunkte für die Superprämie. Das Mitmachen lohnt sich also. Das war es für heute. In einer Woche zeigen wir Ihnen, wie man sich in unserer Tretterabteilung schnell und frisch verpflegen kann. Wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.